So, jetzt mal zum aktuellen Stand von der Anlage. Im Wasser ist mittlerweile, im Becken ist mittlerweile Wasser. Es scheint auch dicht zu sein. Also es ist schon seit ein, zwei Wochen drin. Und ich habe auch schon mal ein paar Testschnitte gemacht. Zu den Testschnitten, ja, die sind mehr oder weniger sauber geworden. Ich glaube, dass der Brennerkopf zu groß ist für meinen Plasmaschneider. Da habe ich mir jetzt schon einen kleineren bestellt. Ja, bei den Schnitten, die verzieht es oft. Also die sind quasi schräge Schnitte, die Schnittkanten. Die werden immer also so rüber und so her, also quasi in diese Tischecke zieht es immer diesen Lichtbogen irgendwie. Und ja, man kann es auch, glaube ich, da erkennen. Ist einfach immer so eine schräge Kante. Genau, also was erfreulich ist, dass auf jeden Fall schon mal diese Schutzanschaltung, diese Anpassanschaltung für den Plasmaschneider funktioniert. Da hatte ich allerdings auch schon ein Malheur. Da habe ich vergessen, die Druckluft einzuschalten und habe einen Schnitt gestartet. Und dann hat es den Lichtbogen halt nicht aus der Düse rausgedrückt, sondern der ist in der Düse stehen geblieben. Und dann ist, glaube ich, an dem Schütz, dass sie den Pilotlichtbogen abschalten soll, glaube ich, die komplette Spannung oder ein großer Teil der Spannung hängen geblieben. Und dann hat es das zerbrandelt, also dass die Kontakte dann wegschmolzen. Ich habe mittlerweile auch ein neues bestellt und wieder rein. Also muss ich immer daran denken, wirklich, dass die Luftdruck an ist. Oder ich mache mir irgendwie einen Druckschalter rein, dass er gar nicht starten kann, wenn keine Druckluft da ist. Genau. Vielleicht noch zu Thema HF-Störungen. Also ich hatte auch schon ziemlich viele Programmabstürze und habe auch schon geschaut, ob es an der Position vom PC liegt, den mal ein bisschen verändert und war mal mehr, mal weniger. Ich habe mittlerweile auch den Tisch geerdet, also einfach ein dickes Kabel zum Staberder gezogen und ich habe auch an ja, fast alle Leitungen so Klappferrite hingemacht. Die verlinke ich auch. Und ja, seitdem funktioniert es eigentlich recht gut. Ich habe zwischenzeitlich auch mal wieder ein USB-Verlängerungskabel angesteckt für meine Funktastatur. Und wenn das dran steckt, dann kommt es auch immer wieder mal zu Abstürzen. Also ja, möglichst wenig USB-Kabel zusätzlich noch hinmachen oder gar keine. Genau, ja, jetzt muss ich halt mit den Parametern noch ein bisschen spielen. Also ich habe hier schon einiges mit 3 mm Blechen probiert und geschnitten. Immer wieder so Testschnitte gemacht. Also wenn man quasi den Brenner in die Position fährt, dann Leertaste drücken und Pfeil nach rechts beispielsweise, dann startet der Brenner und schneidet so lange, bis man halt von der Bewegungs- Richtungstaste wieder runter geht. Und da kann man hier halt so Testschnitte dann machen. Da fährt er auch nicht mit der Handgeschwindigkeit, sondern mit der Schneidgeschwindigkeit 1. Ja, da muss ich jetzt einfach mal gucken. Also, wie gesagt, manche Schnitte passen schon. Wie gesagt, ich glaube halt, dass der Brenner auch einfach noch zu groß ist. Ja, das war auch ein 3 mm Blech. Ja, optimal ist es noch nicht. Aber für den Anfang denke ich, taugt es schon. Mal gucken, wie es dann mit dem kleineren Brennerkopf wird. Momentan mache ich jetzt noch Testschnitte mit einem 2 mm Blech, da mir das 3 mm Blechrestel, was ich da hatte, ausgegangen ist. Und da gucke ich jetzt auch wieder mit den Werten ein bisschen.
dass da einigermaßen was Vernünftiges rauskommt. Genau. So, ich werde jetzt nochmal einen Testschnitt machen. Also zu den Einstellungen. Schneidgeschwindigkeit 1 sind 1600 mm pro Minute. Schneidgeschwindigkeit 2 sind 1300. THC sitzt auf 100 Volt. Genau. Den Strom vom Plasmaschneider habe ich jetzt auf ungefähr 25 Ampere gestellt. Und ja, dann werden wir jetzt einfach nochmal hier so ein Testblech rausschneiden. Ich habe den Brenner jetzt positioniert, beziehungsweise das Teil, also das zu schneidende Teil positioniert. Und werde jetzt mal einen Schnitt starten. Also das war jetzt vermutlich zu wenig Strom oder zu schnell gefahren, weil das äußere Teil hier, ja okay, geht doch einigermaßen. Ja, also recht sauber schneiden tut er nicht. Wie schon gesagt, da erhoffe ich mir durch den kleinen Brenner, dass es besser wird. Und jetzt klopfe ich mal hier diesen Rand noch weg. So, ich habe jetzt mal den Brammel weggemacht. Sonderlich schön ist es nicht geworden. Das ist halt jetzt noch, ich denke mal, rumspielen, dass die Werte passen. Aber es geht. So, ich mache jetzt nochmal einen Versuch. Und ich habe jetzt mal hier bei der THC-Spannung 0 Volt eingestellt. Das ist angeblich eine Automatikfunktion, wo er sich dann, glaube ich, auf diese 1 mm Schnitthöhe einstellt. Habe ich jetzt selber noch nicht probiert. Das heißt, erster Versuch. Gucken wir mal, ob das klappt. So, das ist jetzt das Teil. Ich glaube, dass er die Außenkanten schöner geschnitten hat als die Innen. Die äußeren hat er mit der Schneidgeschwindigkeit 1 geschnitten
Und die inneren, glaube ich, alle mit der Schneidgeschwindigkeit 2. Bei der Kontur hier bin ich mir nicht sicher. Und hier sieht man es jetzt wieder extrem, diese schiefe Kante. Das ist aber diesmal nur die Kante hier. Es könnte natürlich auch sein, dass das daran liegt, dass das hier so nah an der Außenkante war. Aber das weiß ich nicht. So, also von der Unterseite, der äußere Rand, da ist der Brammel ziemlich gut weggegangen, fast schon von alleine. Da bei den inneren Konturen, da war er doch recht hartnäckig. Vielleicht auch zu langsam gefahren. Ich weiß es nicht. Und an der Oberseite, ja, ist eigentlich auch nicht so toll. Aber mal gucken, was dann der neue Brennerkopf macht. Ach ja, aber was scheinbar echt gut funktioniert hat, war diese Automatikeinstellung mit den 0 Volt. Also er hat dann quasi die Außenkontur, die er mit der THC schneidet. Da hatte er hier immer so ungefähr 100 Volt und das hatte ich auch mal rausgemessen, dass ungefähr ein Millimeter Schnitthöhe diese 100 Volt sind. Also das scheint ganz gut gepasst zu haben.